Niki, ich freue mich, dass du heute zur Step Advanced Stunde dabei bist. Wir werden heute mit 130 Beats per Minute über den Stepper wirbeln. Und wie immer brauchst du auf jeden Fall sehr viel Platz um deinen Step rum. Also räum auf jeden Fall alles weg, was du nicht brauchst. Und zwar brauchst du natürlich nur deinen Stepper und dich und vielleicht noch ein bisschen was zum Trinken. Falls du mal Lust hast, live mit mir zu steppen oder auch zu dancen, wir machen schöne Zoom-Staffeln und falls du davon noch nichts gehört hast, kannst du dich auch nochmal informieren über meine Webseite www.stepupwith.me. Ich freue mich, wenn du mal dabei wärst und wenn wir uns einfach mal persönlich kennenlernen würden. Falls du möchtest, kannst du natürlich auch reinhüpfen, ansonsten gibt es 5er-Staffeln, das heißt, du kannst dir 5er-Ticket kaufen und mit dem 5er-Ticket kannst du dann jede Woche einmal beim Kurs mitmachen und wie gesagt, das ganz live. Falls du mal nicht mitmachen kannst, gibt es den Nachhol-Link und dann kannst du natürlich die Stunde auch nachholen. Jetzt aber wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Step Advanced. Pass auf dich auf und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal persönlich sehen. Bis gleich auf dem Step. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Nochmal. Step front. Let's go. So, wir starten unsere schöne Step-Advance-Stunde mit einem Mini-Warm-Up. Der Aufbau geht auch recht schnell, denn wir wollen das Endprodukt heute richtig schön durchtrainieren. Nimm mal die Arme mit, locker, rechts und links. Schwinge richtig schön, dich warm. 4, noch 3, noch 2 und Achtung, diagonal. Auch hier nimm deine Arme mit, schwing dich schon mal von rechts nach links. Die letzten 4, 3, 2 und gib mir gleich Tab up. Schön! Ich freue mich aufs Wirbeln. Und wir haben wieder Block 1, 2 mit 24 Pounds und Block 3 mit 16. Und wir setzen nachher wieder den 16er hinten ran, hauen die Tab-Ups raus. Somit haben wir 2x32. So viel zur Theorie. 4, 3, gib mir mal Repeater 3. Repeater 3. Mini-Warmer. Gib mir Basic. Aufrecht. Basic. Top. Top. Nimm mal die Arme mit. So ein Oberkörper nimm mal mit hin. Warm machen die Arme. 4. 3. 2. Auf links. Basic. Links. So, mal die Arme richtig schön vor und rück. Die letzten. 4. 3, 2 und Tap up, Tap up. Da fängt es schon an, ganz früh, Tap up. Wir starten schon jetzt mit Block Nummer 1. Geht schon los. Ich brauche ein Basic, ein Repeater. Let's go, ein Basic, ein Repeater und ein Basic. Gehen wir Tap up. Wir nehmen das, den Aufbau noch ein bisschen als Warm-up. Deswegen setzen wir die Tap-Ups rein. Basic, links, repeat, 3, 2, 1 und Basic. Wir hätten auch anfangen können, Tap-Up mit 2 Basic. Aber ich dachte, wir starten schon gleich mit dem Grundstock. Basic, repeat und Basic, Tap-Up. So, ein Basic, Knee, Push, Push, okay? Basic, Knee, Push, 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 Knee, Basic, Tap up. Sinn. 4, 3, 2, ein Basic, Knee, Push, 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 Knee, Basic, Tap up. Auf die Uhr schauen, dass ich nicht hier ewig brauche heute. In den Basic. Knee. Push, push, push. Knee. Basic. Tap up.
komme schon zu dir. 4, 3, 2, let's go. Basic. Knee. Push, 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 knee. Basic. Noch wie gehabt. Step up. 4, 3, 2, nochmal basic. Knee, push, push. Basic. Tap up. Helikopter. Knie oben. Tap unten Step. Let's go. Basic. Knie dreh dich. Push, push, push. Knie. Basic. Tap up. Versuch immer auf der Zehenspitze dich zu drehen, damit du nicht so viel Widerstand hast. Basic. Knie. Push, push, push. Knie. Basic. Tap up. Gut. Wir ändern noch eine Kleinigkeit. Let's go. Basic. Helikopter. Knie. Push, push, push. Knie. Box. Tap up. Überkreuz. Den zweiten Basic. In 4. 3. Let's go. Basic. Helikopter. Box. Tap up. Come on. Gut. Bereit. In den Basic. In den Helikopter. In den Boxstep. Tap up. Wir gehen gleich mit dem Basic rüber. Komm aber Basic rüber. Helikopter. Ich komme wieder zu dir. Keine Angst. Top. Box. Tap up. Wir kommen dann aber wieder zurück. Wir marschieren einfach wieder back, okay? Komm mal rüber, basic, over. Helikopter. In den Boxstep. Marschier, marschier nach Hause. Tap up. 4, 3, 2, let's go, komm rüber. Hopp. Helikopter. Push, push, push. Boxstep. Oh, marschier nach Hause. Tap up. So, jetzt kommt, schau zu, komm rüber. Kleine Änderung. Kleine Änderung, großer Effekt. Hopp, zack, zack. Marschier. Tap up. Nochmal zuschauen, nochmal zuschauen. Basic over. Wir kommen in den Helikopter. Push, push, push. Machen wir einen Kickball Change. Und marschier. Wir brauchen einen Knee-Lift. Tap up. Bleib im Tap up. Ich erkläre dir, was abgeht. Dank, dank. Helikopter. Hop, kick. Ball change. Mit dem Box drüber. Marches. Und dann einen Knee-Lift. Komm und zurück. Let's go. Komm rüber. Basic. Over. Knee. Push, push, push. Kick. Dank, dank. March. Knee lift, top, knee, tap up. Okay? Komm rüber, basic over. Bam. Top, kick, zack, zack. Meine Füße sind schon jetzt faul. Tap up. Machen wir nochmal, in schön. Basic over. Du brauchst nicht schnell machen, sondern wir machen erstmal langsam. Hop, kick, zack, zack. March. Knee lift. Tap up. 4, 3, 2, let's go. Over. Knee. Push, push, push. Kick. Back, back. March. Knee lift. Tap up. So the line. Let's go. Hop. Back, back. Ich fülle die Marches. Let's go, komm rüber. Helikopter. Push, push, push. Kick. Ball change. Wir drehen uns weiter, machen hier nochmal einen Kickball change rein. Knee lift. Tap up. Tap up. Die Marches. Versuch dich einfach weiter zu drehen aus der Drehung, wo wir kommen. Und dann kicken. Kickball change rein.
Und dann noch die Nieren zum Schluss. Komm rüber. Rüber. Duck. Push, push, push. Kick. Jetzt dreh dich über rechts. Rechts, kick. Knee lift. Turn up. Nochmal, komm rüber. Hier kannst du deinen Stil wählen. Push, push, push. Ob schnell oder langsam. Kick or change. Und knee lift. Tap up. Ich werde knee lift als kleinen Tap auf den Boden machen. Go rüber. Und auch da machst du deine Choreo. Hopp, hopp, hopp. Kick und tap. Kannst auch knee lift auf dem Steppo oder Boden. Go rüber. Push, push. Kick, ball change. Und hier. Kick, ball change. Und tap. Das ist Block Nummer 1. Nochmal, let's go. Push, push, push. Knee. Pop, pop. Ball change. Und tap. Tap up. Schön, das ist der erste Block. Kick, tack, tack. Kick, one change. On tap, tap up. Nochmal von vorn. Da wird es mir schon ganz anders und ganz warm. Manchmal wünschte ich mir, gerade bei Advanced, einen niedrigeren Step. Go. Und einen mit nur noch weniger Grip. Kick. Change. Und tap. Tap up. Nochmal rechts und links. Letztes Mal. Hopp. Change. Und tap. Tap up. Vier. Drei. Letztes Mal auf links. Trinkpause. Kick, back, back. Kick, ball change. Und tap, tap up. Wunderbar. Trink einen Schluck. Trink ein Schlückle. Immer schön in Bewegung bleiben. Das ist das Ziel. Ein schönes Cardio-Training. March. Wir kommen nochmal in den Tap up. Wie gesagt, da wird es schon ganz, ganz warm. Wir kommen zu Block Nummer 2. Block Nummer 2, auch ähnlich wie beim Intermediate, ähnlich aber anders. Kommen gleich zu dir. Warm sind wir ja jetzt. In 4, 3, 2 Push, 2 Knee. 2 Push. Tap up. 4, 3, 2 Push, 2 Knee. 2 Push, tap up. 4, 3, 2 Push, 2 Knee. 2 Push, tap up. So, open up in 4, 3, 2, let's go, open up, 2 Knie, 2 Push, tap up, 4, 3, 2, open up, 2 Knie, 2 Push, tap up. Wir machen einen Musikbogen lang, immer nur. Eine Änderung. 4, 3, open up. 2 Knie. 2 Push. Tap up. Aus den 2 Knie auf dem Boden wird ein Sisser. In 4, 3, 2, open up. Dreh dich. Kick. 2 Push. Tap up. 3, 2, open up.
Nächste Änderung. Aus den zwei Push machen wir einen Tango. Open up. So. Hup. Tango. Tap up. 4, 3, 2, open up. So. Tango. Tap up. Gut. Wir hauen zwei Tap-Ups raus und marschieren einfach auf den Boden. Let's go. Open up. Scissor. Tango. March. Tap-Up. Open up. In den Scissor. In den Tango. Marschieren. 5, 6, 7, tap. So, open up. Du bleibst bei dem, was du kannst. In den Saison. Tango. 5, 6, 7, 8, tap up. So, nochmal open up. Es kommt was dazu, schau mal zu. Nach dem Tango marschierst du ja nur. Wir machen hier einen Boxstep und marschieren einfach mal um. Und Step herum, setzen hier mit dem Tab ab wieder rein. Let's go, open up. So. Marschier. Tab ab. Ich habe schon was hinzugefügt, ich wollte es gar nicht. Open up, wir kommen rüber. Wir gehen in den Scissor. Irgendwie war das ganz automatisch. In den Tango. Mit dem Cross zurück nach Hause. Und March. Tap up. So geht's auch leichter irgendwie. Komm rüber, open up. Ist auch nie so drin. Tango. Hop, hop. Komm nach Hause. March. Tap up. Nochmal. So, als nächstes können wir nicht nur eine Änderung machen, sondern wir müssen vorne und hinten eine Änderung reinbauen. Du bleibst einfach bei dem, was du kannst. Open up. Du merkst schon, ich bin nicht mehr bei dir. Tap up. Bleib nochmal open up langsam. Hier wird man schneller. Cross. Und dann gehen wir aufs Brett mit mir ein. Shake, shake. Tap up. Bleib im Tap up. Tap up. So. Die Änderung folgendermaßen. Open up schnell. Und hinten setzen wir noch den Shake, shake dran. Block Nummer 2 ist nicht so schwer wie Block Nummer 1. Dafür kommt Block Nummer 3 nochmal. Open up. Duck, duck. In den Scissor. In den Tango. Du kommst auf das Brett. Mach hier Shake, Shake. Tap. Open up schnell. Tack, tack. In den Scissor. Tango. In den Shake, Shake. Selber. Nochmal, open up. Das ist Block Nummer 2. Ich mach den hier beim Shake Shake, glaube ich. Und hier. Hi. Nochmal open up. Bam. Scissor. Tango. Shake Shake. Tap up. Wunderbar, das ist Block Nummer 2. Aber wir wollen ja, wie gesagt, ein richtig schönes Cardio-Training. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen 1 und 2 zusammen.
es auch ein bisschen, auch nicht so viel Power geben. Die behalten wir uns für nachher. In 4, in 3, nur 1, 4, 3, wir kommen rüber, zack, dreh dich, push, push, kick, rotate und tap, tap up, 4, 3, nochmal, komm rüber, push, push. Step up. Nummer 2. Open up. In den Tango. Brett. Shake, shake. Step up. 4, 3. Nochmal open up. Shake, shake. Step up. Einmal noch eins, dann noch mal zwei. Let's go, komm rüber. Kick. Und tap. Tap up. 4, 3, nochmal. Tap up. 4. 3, open up. Tango. Shake, shake. Tap up. 4, 3, nochmal, open up. Tap up. Gut. Geschafft. Trink ein Schlückchen. Und jetzt machen wir noch Nummer 3. Ich hoffe, der Aufbau klappt. Aber ich bin guter Dinge. So. Ich hoffe, dir geht's gut. Es fängt an zu schwitzen. Und jetzt haben wir hier ein richtig schönes Lied, wo wir grooven können. Wunderbar. Gut. Tap up. Block Nummer 3. Wir haben aus dem Intermediate ein Lunge, ein Mambo und ein Lift. Wir nutzen den Lunge im Aufbau. Wir nutzen den Lift und wir marschieren. Also theoretisch auch nur die, aber machen natürlich ein bisschen mehr Pfeffer rein. Gib mir 3 Basic. 3, 2, 1 und Knee-Lift. Nochmal 3 Basic. 1, 2, 3 und Knee-Lift. Komm in den Lunge, hoch, tipp rechts, links, Knee-Lift. Nochmal hoch, tipp links, tipp rechts, in den Basic, in den Knee-Lift. Nochmal. Hoch, tap, tap, basic, knee lift. Hoch, tap, tap, basic, knee lift. Komm in den Lunge. Wir drehen uns einmal in den basic, in den knee lift. Dreh dich. In den basic und in den knee lift. Nochmal. Tap-ups dahinter. Ich glaube mal, die tun uns gleich gut. Tap-up. In 4, 3, 2, dreh dich. Lunge. Basic. Knee lift. Tap-up. Sodele. Wir machen folgendes. Wir heizen den Lunge ein bisschen ein. Let's go, Lunge. Wechselschritt, Wechselschritt. Basic Knee Lift. Tap up. Im Endprodukt brauchen wir nur noch einen Wechselschritt. 4, 3, let's go. Komm, komm, Wechselschritt, Wechselschritt. Basic Knee Lift.
selber. Gut, folgendes. Du bleibst dabei und schaust zu. Hopp, hopp, Wechselschritt. Tap up. Wir sind auf rechts. 4, 3, komm mal in den Lunge. Hopp, hopp, Lunge, push, push, march, bleibe march. Wir drehen uns links, hopp, hopp, Wechselschritt, push. Nochmal. Hopp, hopp, Wechselschritt, push. Marschiere nach Hause. Wir kommen mit dem Wechselschritt, dreh dich, Wechselschritt rüber. Go. Hopp, hopp, zack und rüber. Nochmal. Hopp, hopp, Wechselschritt, dreh dich rüber. Go, go. Hopp, zack, zack, zack. Tap up. Wir setzen einen Knee-Lift rein mit einem Cha-Cha. Let's go. Du kommst links rüber und dann dreh dich weiter. Knee-Lift, Cha-Cha rück. March. Okay? 4, 3, let's go. Hopp, hopp, tak, tak, tak. In den Knee-Lift und in den Cha-Cha. Tap up. Das ist Block Nummer 3. 4. Wir haben noch Zeit zum Üben. Dreh dich über rechts. Hopp. Zack, zack, zack. Auf dem Boden dreh dich links. Knie. Cha-cha, Rücken nach raus. Hier wird es nachher übrigens sehr, sehr drehreich. Turn, turn, turn. Go. Hopp, hopp. Zack, zack, zack. Dreh dich über rechts. Rechtes Knie. Und nach Hause, Cha-Cha. Tap up. In 4, 3, let's go. Hopp, zack, zack, zack. Knie und Cha-Cha. Tap up. Ich mache noch ein bisschen eine Änderung mit dem Knie. Nur wenn du möchtest. Go, dreh dich. Knie. Tap up, dass das Bein lang wird über das andere Bein und wir dann in den Tisch. Hopp, hopp, zack, zack, den Boden, Knie, langes Bein, cha-cha, tap up. Und das float auch noch mal ein bisschen mehr. 4, 3, ohne Tap-Up. Links, rechts, links. Go. Langes Bein. Cha-cha, dreh dich weiter. Komm, hopp. Zack, zack. Langes Bein. Letztes Mal, nochmal weiter. Zack, zack. Öfter kann ich es nicht, sonst kriege ich einen Drehbogen. Tap-Up. Nummer 3 geschafft. Huhu, atmen. Wir haben Block 1, 2 und 3. Ich würde sagen, vor der Pause, wir machen gleich noch eine Pause, machen wir alle Blöcke durch. In 4, in 3, 4, 3, Nummer 1, komm rüber. Basic over, Helikopter. Und hier, Kick, Tap. Hier müssen wir nachher open up. Rüber. Push. Back, back. Knie. Zack, zack, zack. Back, back, back. Good. Open up. Back, back. Scissor. In den Tango. In den Shake, Shake. Shake, shake. Tap up.
4, 3, Nummer 3. Bam. Back step. Dreh dich hinten. Bleib das Bein. Und tapfer. Dreh dich hinten. Langes Bein. Tap up. Gut. Jetzt aber, trink was. Wir machen alles durch. Ich bin so glücklich, dass alles geklappt hat. Und das ist immer der Punkt. Tap up aus Finale. Ein gutes Finale. Tap-ups. Gut. Wir machen 1, 2 und 3 ohne Tap-ups. Mit Tap-ups haben wir schon gemacht. Mit Tap-ups haben wir ja schon gemacht. In 4, 3, komm rüber. Nummer 1. Mein Gehirn das Finale mitmacht. Und dann machen wir einfach jetzt. Wie gesagt, schönes Cardio-Training. Schau mal, wie lange ist das schon? 30 Minuten. Wunderbar. Wunderbar. 10 Minuten Finale, oder? Wie wär's? Ich guck auf die Uhr. Bis zu Heilung. Ich bin gespannt, was es bei dir ist. So. Bereit für das große Finale? Nummer 1, komm rüber. In den Helikopter. Push, push, push. Kick. Und tap. Open up. Hop, hop. In den Sitzer. Puh, puh. In den Tango. Shake, shake. Dreh dich in den Dreier. Und langes Bein. Nochmal, Nummer 1. Ich sag ja, das wird drehreich hier. Kick. Kick the change. Und tap. Open up. Super. Shake, shake. Dreh dich. Hop, hop. Langes Bein. Und nochmal, Nummer 1. Schritte, die in dieselbe Richtung drehen. Open up. Scissor. Nimm mal froh über den Zwischenteil. Zack, 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 zack. Langes Bein. Und cha-cha. Nummer 1. Kick. Nochmal Nummer 1.
Nochmal. Letztes Mal. Und dann machen wir eine kleine Pause, oder? Kick. Und tap. Open up. Versprochen. Deswegen war es das dann nicht. Wir atmen erstmal einfach ein bisschen durch. Einatmen und ausatmen. Ich würde sagen, wir machen es noch zweimal durch. Und aus. Einatmen und ausatmen. Tap up. Also, noch zweimal durch. Und dann nochmal Endpose, okay? In vier. In drei. Vier. Drei. Nummer 1, let's go. Hier am Platz. Mega gut, ich freue mich. Jetzt hast du dir ein reichliches Cooldown verdient. Für den Cooldown drückst du unten in der Beschreibung auf den Cooldown-Link oder schaust eben auf den Kanal. Wie gesagt, ich würde mich super freuen, wenn wir uns persönlich über Zoom mal kennenlernen. Ansonsten danke dir jetzt auf jeden Fall fürs Mitmachen. Atme tief ein. Und aus, bis zum nächsten Mal.